Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage. So, wir verfolgen den Fall. Ich grüße dich. Dürfte ich fragen, wo sich der Gelehrte Ahmad ibn Musa aufhält? Ah ja, der Abenteuerlustigste der Banu Musa. Seine Werkstatt ist gleich hinter mir. Hab vielen Dank. Hier drüben. Nihal, was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Dann lach nicht. Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. Ich muss dringend nochmal das Spiel laden. Da hängt irgendwie dieser, all diese Werkzeuge dieser, und dieses Bücher. Wurfmesser im, in der Hand. Ja, das sagt er jetzt immer noch. Wir laden das Ganze gerade mal neu. So, ich habe das Ganze jetzt mal neu geladen und ihr seht, das Wurfmesser ist weg. Das war scheinbar irgendwie ein Bug. Keine Ahnung. Meine Kamera weg gewesen, habe ich gesehen. Weiterer Gedichtband von Arib. Tabit wäre begeistert. Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Dem Brief nach sind diese Bücher für Ahmad. Signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. So, und jetzt noch eine Sache. Ja, guck mal, komplett versteckt hier hinten, ne? Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Hm. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Ahmads Werkstatt. Aber wo ist er nur? Ah. Entschuldigung, kann ich... Ich bin auf der Suche nach Ahmad ibn Musa. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich uns in eurer Bibliothek heimlich das Lesen bei. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Immer schön bei Hamid. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Nun, wo war ich? Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstapeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Heldengeschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Bitte, versuch mitzuhalten. Ist ja gut. Was hatte ich eben gesagt? Wenn es so viel zu erleben gibt... Nein.
Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Eine Schande. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Sieht schon schön hier aus, ne? Wachen! Hilfe! Ich werde angegriffen! Was? Eine Lüge! Das tat weh! Mich wirst du nicht los! Ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Kann das sein? Wohin verschwinde ich? So, mein Lieber. Bitte, tu mir nichts. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ich sollte dich gleich hier erschlagen. Verschone mich bitte. Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte, Herr, ich weiß nicht, wo er ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Was sollte dann der Hinterhalt? Er hat es verlangt. Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad. Ich kenne seinen Namen nicht. Er trägt stets eine Maske. Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir, alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten. Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an. Wie bei den anderen. Bitte, verschone den armen Mamid. Wo ist diese Grabungsstätte? In der Wildnis. Vor der Stadt. Ich zeichne dir gleich eine Karte. Die Karte sollte mir den Weg weisen. Voll. So, wen haben wir hier? Das sind eine Menge Bücher. Glaub nicht, dass ich ein Bibliothekar bin. Ich bin Schriftsteller. Viele Bücher hier sind meine eigenen Werke. Ich sammle jedoch auch, das stimmt. Diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände. Solltest du einen solchen finden, bringe ihn hierher. Es wird sich für dich lohnen. Ha! Sehr gut! Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Ah ja. Gut, ein paar hatte ich ja, glaube ich, gefunden. So, und was haben wir jetzt hier noch für eine Mission? Er schuldet mir Geld. Eine unvollständige Liste der Bücher, die verbrannt wurden oder verschwunden sind. Darunter ein altes Manuskript in unbekannter Sprache. Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Na, hier komme ich doch rein.
Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Etwas geschieht. Was? Das dauert nicht lang. Los jetzt. Eigentlich wollte ich das ganz undercover machen. Das hat aber nicht so funktioniert. Das Ziel des Weisen lesen. Aber es ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Wer hat all diese seltenen und strittigen Bücher verbrannt? Doch sicher nicht der Kalif. Woher soll ich das wissen? Der Kalif soll uns beschützen. Könnte sich... steht denn hier? Ich weiß halt auch nicht, wonach ich suchen muss, ne? Renn ich auch noch? Anvisieren. Und los.
Ah, vielleicht das. Da komme ich nicht rein. Wir warten kurz, bis der wieder weg ist. Da ist der Buchwart. Er hat etwas in der Hand. Stoff vom Gewand einer Frau. Wer ist sie? Er ist tot. Aber er konnte mit seinem Blut noch Manzach schreiben. Ah, jetzt habe ich hier jede Menge Hinweise für bekommen. Seltsame Feuer und ein toter Wart. Schrecklich. Ich muss mich beeilen. Die Truhe, die nehmen wir aber noch mit. Wer weiß, wann ich sonst mal wieder hier drin bin. Ich glaube, hier hinten konnte ich irgendwo raus, ne? Als ob ich schon geahnt hätte, dass wir dafür hoch müssen. Ach, perfekt, dann reißen wir das hier gerade durch. Die Wachen werden gut aufpassen. So, was haben wir hier? Du hast hier nichts zu suchen. Ich halte besser die Augen offen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiq. Überdenken wir unsere Herangehensweise.
Achtung! Sachlar befiehlt, den Gefangenen vorzubereiten. Ein Gefangener? Hier. Die Wache hat vielleicht den Schlüssel. Ah, da ist auch der Kerl, der den Falken hat. Mein Gott. Los. Aber sonst war es das scheinbar erstmal. Perfekt. Jemand wird Schlüssel für die verschlossene Tür erhalten. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Das Heer. Der Kalif herrscht das Feuer. Warte! Her, du Hand! Hast du das gehört? Aber wo ist die Tür? Verschaffen wir uns. Jemand wird gefangen gehalten. Was kann ich jetzt machen, theoretisch? Einen nach dem anderen ausschalten, oder? Bleibt mir sonst was anderes übrig? Oh, ich hab den nicht mit anvisiert.
Jemand wird gefangen gehalten. Nur wo? Aber du kommst zurück. Und dann war ich. Bücher bringen dich nicht weit. Werde Geschäftsmann mit Marktstand. Sei glücklich. Hätte ich nur auf die Höhe. Ich hatte so recht. Ah, hier. Wir haben es geschafft. Töte mich nicht. Bitte, gib mir mehr Zeit. Ich habe es fast gelöst. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dich zu töten. Was versuchst du da zu lösen? Das Buch? Ich sagte, ich könnte es nicht. Ich kenne die Sprache nicht. Aber sie ließ mir keine Wahl. Wer? Eine Frau namens Sachra. Eine der Gelehrten hier. Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur, dass eine Schrift verwendet wurde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich kenne Hunderte. So wie Sachra davon spricht, ist es eher ein Artefakt oder Relikt als ein Buch. Ich erzählte Lügen über mein Vorankommen, damit sie mich nicht töten. Ich kann kein Wort lesen oder auch nur sagen, ob es überhaupt eine Sprache ist. Wo finde ich Sahra? Ich weiß es nicht. Sie könnte überall in der Stadt sein. Ich will nur nach Hause. In Ordnung. Bring dich in Sicherheit, ehe die Wachen wiederkommen. Also doch eine Frau, ne? Muss es etwas geben, das mir weiterhilft. Das Buch beunruhigt mich. Ich lasse es besser hier. Dieser Brief des Ordens erwähnt Arib. Ist es eine unschuldige Bemerkung oder etwas Düstereres? In diesem Brief steht, wo das Anwesen der Gelehrten Sahra ist. Zeit, Sahras Anwesen einen Besuch abzustatten und zu sehen, ob sie zum Orden gehört. Okay, dann holen wir uns jetzt erst die Münze. Wir müssen ja sowieso in die Richtung, um die Mission zu lösen.
ein. Theoretisch könnten wir jetzt schon die nächste entdeckt haben, das stimmt. So, dann sind wir gleich da. Anwesen der Gelehrten. Okay, da gehen wir aber erst rein in der nächsten Folge. Deswegen würde ich mich hier schon mal von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, mein Lieben. Ciao.